Also, ja, wie gesagt, oh, warte, ich muss die Kamera machen. Okay, so. So, jedenfalls, ich habe ein Gedicht geschrieben. Und das Thema ist eigentlich, für mich war interessant, weil ich es bei der Arbeit gehört habe, also bei meinem Praktikum. Und da musste ich den ganzen Tag drüber nachdenken, so. Und deswegen habe ich ein Gedicht drüber geschrieben. Man sollte eigentlich nie sein Werk so schlecht machen, aber ich fand es jetzt nicht wirklich gut. Ich wollte es eigentlich immer neu schreiben, aber ich habe mir versprochen, dass ich es auf YouTube lade. Deswegen, egal wie es ist, genau. Jetzt lese ich es euch vor. So. Beziehung nicht nur gleich Liebe. Ich bin allein und betrachte mich weit weg von dem Gedanken, jemanden zu haben, den ich wirklich lieben kann. Auch wenn es die Person ein einziges Mal gab. Meine Gedankenwelt spielt verrückt. Die Kulissen erwachen, man lernt sich kennen, so schön ist es, verliebt zu sein. Zu sagen, ich liebe dich, fehlt jetzt noch. Aber in Blitzesschnelle wurde es geflüstert, desto näher man nebeneinander stand. So lauter wurde der Donner und dann berührten sich unsere Handflächen. Und der Gedanke, dass ich dich nie loslassen will, fährt wie ein Wasserstrom in meinen Kopf. Nichts konnte diesen Moment zerstören. So verloren zu sein, dich zu umarmen, deinen Atem an meinem Ohr, deine Körperwärme, aneinandergepresst und dann der Satz, wenn wir heiraten, wollen wir doch ein gemeinsames Bankkonto zusammen errichten, oder? Atombombe entfacht. Romantic Vibes lit. Wortwörtlich. Meine Augen standen unter dem Brand voller Tränen, den Moment vergessen. Mein Herz voller Feuer. Ein Satz, Zerstörung. Meine Gedanken. Er will mit mir für immer leben. Kinder aufziehen. Warum sollte dann das Problem sein? Geld, ein Konto zusammen. Gut. Der Gedankenwirbel hörte nicht auf, weggestoßen, schwarze Rosen, Körpersprache war meine Rache. Beziehung, ich liebe dich und Geld hat keine Kontrolle über mich. Doch wie kann ich dir vertrauen? Ich liebe dich, doch wie kann ich dir vertrauen? Erste Regel, Beziehungen fangen nie erst mit Liebe an. Vertrauen. Sie loben sich an vor den Kulissen voller Farben und Sachen. Doch die Drachen um ihren Worten verbrannten die Show und zeigten Realität, Gedanken, Sorgen, Angst, Gedanken, Vertrauen, Beziehung, Gedanken. Verloren in dem Gestrüpp ihrer Worte, überdeckten sie das Goldstück namens Ehrlichkeit, Direktheit, Kommunikation. Beziehung besteht nicht nur aus Liebe, sondern Freundschaft, gleich Gedanken, Ehrlichkeit, Kommunikation, Direktheit und Vertrauen. Dann Liebe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. genau. Und vielleicht denkt ihr auch gerade selbst drüber. Aber ich glaube, ihr macht euch da nicht so viel Stress. Ich mache mir wahrscheinlich auch nicht so viel Stress drüber. Hoffe ich. Und ja, es geht eigentlich immer über Liebe und so. Aber auch irgendwie über Vertrauen. Und ja. Okay. Ciao.